Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Meister Detective Pikachu, wo Pikachu ja gleich mit uns was bereden will, wie es aussieht. Vor den Mitarbeitern des PCL tust du lieber so, als wäre der Fall im Garten für dich abgehakt. Wir wollen schließlich nicht, dass der Täter weiß, dass wir ihm auf den Fersen sind. Und jetzt auf ins Archiv! Genau, denn im letzten Part haben wir die Geisterjagd ja beendet und wir haben Gengar gefangen. Mit der Hilfe einer Maschine von der Institutsleiterin Dorothy. Im Nachhinein bedacht, ist diese Maschine mehr eine Pokémon-Wilderungsmaschine gewesen. Denn ja, ihr Forschungsgebiet ist, sagt, das Fangen von Pokémon. Aber so, hier herumhantieren mit einem Netz, also mit einer Netzkanone. Die, sagt auch noch, mit einem Netz, das auch noch unter Strom steht. Ja, das sind doch eher Werkzeuge, die ein Pokémon-Wilderer doch hat. Und nicht ein normaler Trainer. Tja, was für Forschung hier bloß betrieben werden. Ganz und gar nicht gut. Aber ja, durch Gengar haben wir wenigstens erfahren, dass er nicht alleine gehandelt hat, sondern im Auftrag eines alten Freundes. Wohl eines alten Freundes, der auch schon zur Zeit des ursprünglichen Pokémon Comprehensive Laboratory zugegen war. Denn wie wir auch erfahren hatten, ist das hier ein Neubau. Denn vor 10 Jahren ereignete sich hier ein Unfall, wodurch die ganze Einrichtung zerstört wurde und dann erst, naja, 2 Jahre später wieder aufgebaut wurde. Und während all der Zeit war Gengar hier alleine. Tja, kein Wunder, dass es sich dann benutzen ließ für irgendwelche Drecksarbeiten von Wallace. Denn ich bin mir total sicher. Schaut euch diesen Typen doch mal an. So wie der doch aussieht, ist doch ganz klar, dass der ein Schurke ist. Und wir werden es jetzt herausfinden. Aber erstmal muss ich mal kurz gucken. Fangapparat, nein. Leere Ampulle, ah, verdammt nochmal. Ah, ich dachte, wir hätten jetzt hier irgendwo Testergebnis, Legende, Zugangscode. Ah, so Mist. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwo hier... hier Geheimgangarchiv. Ja, dafür brauchen wir einen bestimmten Code, ja, um zum Geheimgang zu kommen. Wir müssen ein gelbes, ein blaues, ein grünes und ein rotes markiertes Buch aus dem Regal ziehen. Damit, der Geheimgang zu irgendeinem Geheimlabor. Und da bin ich mir sicher, es ist ein Geheimlabor. Werden wir dann entdecken. Und dann, auch noch Wallace Machenschaften aufdecken. So, ja. Welches Regal war denn das jetzt? Das hier. Das ist das Regal, von dem Dorothy hier gesprochen hat. Hier stehen jede Menge Unterlagen aus dem alten PCL-Gebäude herum. Und es ist das Falsche. Oh, sorry. Das hier sind von PCL... Nein? Auch das Falsche? Das hier. Rechts oben ein blaues Viereck. Links oben ein gelbes umgedrehtes Dreieck. In der Mitte ein rotes Dreieck, links unten eine grüne Raute. Ziehen wir sie in der Reihenfolge heraus, die uns Gengar verraten hat. Gelb? Blau? Rot? Grün? Ach, verdammt nochmal. Wartet. Gelb, blau, grün, rot. Ach so, gelb, blau, grün, rot. Ah, dass ich das Ganze vergessen habe. Okay. Gelb. Also gut. Gelb. Blau. Grün. Und rot. Und. Ja. Is it this one? Na gut. Sesam, öffne dich vom Sesambrötchen. So that's how it works. Jo. This is like some kind of secret passageway. Ah, mit sowas hatte ich jetzt nicht gerechnet. Where it leads to. Well, let's find out. Yeah, let's go. Ja. Wir kommen dem Übeltäter Wallace immer mehr auf die Spur. Okay.
This sure is a creepy place. Yeah. Oh, there's a door. See if it opens. Okay. Ja, Sesam, öffne dich. Geheimes Geheimlabor von vor 10 Jahren. Here we go. Hallo? Und da, das ist Labor. Geheimlabor. Irgendetwas liegt da auf dem Tisch. Doesn't look like anyone's here. So is this the room that Gengar was guarding? I wonder what this is. Ein geheimes Geheimlabor. Maybe it has something to do with why Trevenant went berserk. Let's check it out. Yeah. Sowas von. Hier werden sicherlich an irgendwelchen Halluzinogenen gearbeitet. Oder an irgendwelchen Drogen, die Pokémon ausrasten lassen sollen. Oder auch irgendwelche Drogen, die Pokémon kontrollierbar machen sollen. Pikachu, sieh nur, das sind die Reste von Tromboks Mittagessen. Ja, eindeutig. Das hat Trombok gefuttert, bevor seine Sicherungen durchgebrannt sind. Gengar muss die Reste danach hier unten versteckt haben. Tromboks Essensreste. Aha. Das ist ein ziemlich altes Notizbuch mit verschiedenen Forschungseinträgen. Es stammt offenbar noch aus der Zeit vor dem Wiederaufbau des PCL. Das muss die Unterschrift des Autors sein. John Walls. Ha, der Name kommt mir bekannt vor. Aber sehen wir erstmal nach, was so alles in diesem Notizbuch steht. Okay, Wirkstoff von zur Stärkung von Pokémon. Ach je. Ich habe die Inhaltsstoffe miteinander vermischt und sie bei niedriger Temperatur 24 Stunden lang heranreifen lassen. Aber das daraus resultierende Wirkstoff zeigte nicht die erwartete Wirkung. Ah, lass mich raten. Dieser Wirkstoff hat irgendwie aufputschend gewirkt, wodurch Pokémon ausgerastet sind, nicht wahr? Okay, das stand da jetzt noch nicht. Ich habe mir ein unterirdisches Labor gebaut. Dies war nötig, um eine stabilere Umgebung für meine Experimente zu gewährleisten. Unter der Erde herrschen weitaus konstantere Temperaturen als über der Erde. Dies erleichtert meine Forschungsarbeit ungemein. Um die heilenden Kräfte der Pokémon zu verstärken, wollte ich sie aktiv stimulieren. Aber bisher haben meine Experimente nur zu einer übermäßig starken Stimulation geführt. Aha, Wutanfall. Trotzdem werde ich nicht aufgeben. Es wird mir gelingen, ein Allheilmittel zu erzeugen. Ah, das kann doch Isaac jetzt nicht Nina sein. Das heutige Präparat hatte eine noch stärkere Wirkung als sonst. Wie sich herausstellte, hat Simon es fälschlicherweise eine ganze Woche lang reifen lassen. Wer war denn jetzt Simon? Das muss so einer der alten Mitarbeiter sein. Anscheinend hat er meine Anweisung falsch verstanden. Das ist das genaue Gegenteil von der Wirkung, die ich eigentlich mit diesem Wirkstoff erzielen möchte. Es muss mir irgendwie gelingen, die Auswirkung zu stabilisieren. Aha. Ich wurde hintergangen. Die Zellen, die ich erhalten habe, stammen gar nicht vom vereinbarten Pokémon. Zellen. Ah, das verdichtet jetzt irgendwie meine Annahme, dass Wallace hier was zu tun hat. Denn er hantiert ja auch mit Zellen rum. Vor allem mit den Zellen von Monocytos. Diesem Umstand ist vermutlich auch die unberechenbare Wirkung der Präparate geschuldet. Wer hätte gedacht, dass es sich in weit um die Zellen handelt? Was? Was? Welche Zellen? Das wüsste ich jetzt auch gerne. Das kann ich nicht entziffern. Die Buchstaben sind völlig unleserlich. Und der Rest des Dokuments fehlt. Oh, so ein Mist aber auch. Ich hätte jetzt zu gerne gewusst, um was für ein Pokémon es sich handelt. Tja. Okay, was gibt's denn noch hier? Hey Tim, schau mal da. Genau danach haben wir gesucht. Ja? Warte mal. Das ist ein Sicherungskasten und keine Ampulle. Sie steckt in dieser Maschine. Okay, daneben kein Sicherungskasten. Ja, ich wüsste zu gern, wofür der Täter diesen unterirdischen Raum benutzt. Naja, wir haben das doch eben gelesen. Für die perfekte Temperatur für dieses teuflische Gemisch. Oh, ein Notizbuch. Laut Beschriftung handelt es sich dabei um ein Forschungstagebuch. Ich frage mich, ob das hier vielleicht das Labor des Täters sein könnte. Ist es! Es ist das Labor des Täters! Ansonsten wären wir doch jetzt nicht runtergekrabbelt! Lass uns einen Blick in das Forschungstagebuch werfen. Okay. Eine überraschende Entdeckung. Der Wirkstoff R, eine geheimnisvolle Person zu Seite 2. Oh Gott, das ist jetzt wirklich lang. 13. Februar, 2:30 Uhr. Dieser Eintrag stammt aus dem vergangenen Jahr.
Beim Durchsuchen des Archivs bin ich durch Zufall auf Dokumente über das ursprüngliche Institutsgebäude gestoßen, durch die ich von der Existenz dieses Raums erfuhr. Ah, ist das jetzt vielleicht das Notizbuch von Harry, Tims Vater? Das könnte jetzt passen. Das damalige Personal nutzte den Raum offenbar für geheime Experimente. Ich habe gehört, das PCL wurde vor langer Zeit geschlossen, nachdem dort ein Pokémon außer Kontrolle geraten war. Ob da wohl ein Zusammenhang besteht? Ich werde wohl besser erstmal sämtliche Dokumente in diesem Raum durchlesen. 19. März, 4.22 Uhr. Hier wurde offenbar ein Wirkstoff namens R entwickelt, der dafür sorgen sollte, Pokémon zu größerer Stärke zu verhelfen. Im Auftrag einer mysteriösen Organisation, die mit diesen aufgeputschten Pokémon die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Doch der Effekt war nur von kurzer Dauer und zudem von starken Nebenwirkungen begleitet. In dieser Form war der Wirkstoff alles andere als einsatzbereit. Aber die Arbeit, die meine Vorgänger mit R geleistet haben, ist einfach umwerfend. Okay, es handelt sich hierbei wohl doch nicht um Harry. Mir fällt kein Forschungsprojekt ein, das auch nur ansatzweise mit diesem vergleichbar ist. Ich werde es fürs Erste vor meinen Kollegen geheim halten. 8. April, 11 Uhr. Eine geheimnisvolle Person hat mich kontaktiert und gefragt, ob es einen Wirkstoff gäbe, der bei Pokémon nach außen in unerklärliche Wutanfälle erzeugen kann. Im Tausch dafür wurde mir eine äußerst großzügige Bezahlung in Aussicht gestellt. Ich benötige dieses Geld dringend, um meine Arbeit an dem Wirkstoff voranzutreiben. Glücklicherweise entspricht seine Wirkung bereits den Wünschen meines Sponsors. Wird immer geheimnisvoller, ja. Gengar, Umzugspläne, die Analyse ist abgeschlossen. Okay, wir sind also auch gleich mit unseren Ermittlungen hier fertig. 26. August, 16.21 Uhr. Als ich heute den Raum betrat, war ich dort nicht alleine. Ein Gengar befand sich hier. Es handelte sich dabei um den Partner eines früheren Angestellten des Instituts. Nachdem das PCL geschlossen wurde, hatte es hier offenbar völlig alleine weitergelebt. Es wirkt, als hätte es das PCL vor einer Weile verlassen und sei gerade erst zurückgekehrt. Das muss der Grund sein, warum ich ihm nie zuvor in diesem Raum begegnet bin. Okay, dieses Forschungstagebuch hier ist wohl eine aktuelle Version. Das andere, was sie auf den Tisch gefunden haben, das war also vom Vorgänger dieses Labors. Gengar wird von Überwachungskameras nicht erfasst. Daher kann es im PCL nach Belieben ein- und ausgehen. Aha, das haben wir auch schon festgestellt. 12. Oktober, 2.08 Uhr. Es hat einfach keinen Zweck. Solange ich nur im Verborgenen arbeiten kann, tritt meine Forschung auf der Stelle. Ich muss die Maschine an einen Ort schaffen, wo ich in Ruhe experimentieren kann. Diese ständige Angst, entdeckt zu werden, muss ein Ende nehmen. Doch bevor ich die Maschine fortschaffen kann, muss ich sie eingehend studieren. 19. Juni, 12.05 Uhr. Huch, dieser Eintrag wurde erst kürzlich verfasst. Yep, das ist genau der Tag, an dem wir hier aufgekreuzt sind. Was lange währt, wird endlich gut. Die Analyse der Maschine ist abgeschlossen. Jetzt kann ich die Produktion des Wirkstoffs R endlich an einen anderen Ort verlagern. Damit steht meiner Forschung nichts mehr im Weg. Okay, jetzt haben wir alles gelesen. Mysteriös. Pikachu, was sagst du dazu? Iron Tail! Okay. Satz mit X, warum nix, Pikachu? Ach, jetzt auf einmal. What are you thinking, Pikachu? Wir mussten bloß ein paar Meter laufen. Research log, a vial. Who could run experiments at that time? A bolt of brilliance. Oh. Sollte das jetzt der Sakir so dampfen? I know the culprit. Da bin ich jetzt mal gespannt. Tim, du weißt, wer dahinter steckt, oder? Weißt du jetzt, wer der Täter ist? Sollen wir mal ja sagen? Sehr schön. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet, von meinem Meisterlehrling. Was ist unser wichtiges Beweisstück? Also unser wichtigstes Beweisstück. Ich würde mal sagen, das neue Forschungstagebuch. Oder? Genau, das neue Forschungstagebuch. Dem Datum nach war der Täter nämlich im unterirdischen Labor, als wir hier ankamen.
Die Beweise, die wir hier gesammelt haben, reichen nicht, um den Täter zu überführen. Wir bräuchten noch ein letztes Beweisstück. Ein letztes Beweisstück? Wir brauchen einen Beweis, dass der Täter zu jenem Zeitpunkt hier in diesem Raum war. Aber den werden wir hier drin nicht finden. So viel kann ich dir verraten. Gib nicht so an, Pikachu. Wenn du schon weißt, wer es ist, dann sag es doch einfach. Nix da, ich will sehen, wie du dich als Detektiv so schlägst. Aber jetzt los, lass uns das unterirdische Labor wieder verlassen. Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer war es? Was für einen Beweis brauchen wir jetzt noch? Ja, was für einen Beweis brauchen wir noch, Pikachu? Okay, let me see your notes. Ja, er muss selbst mal nachgucken. That's not too bad at all. Ja, muss es jetzt erstmal selbst nachgucken, wer der Übeltäter ist. Aber ich muss jetzt auch selbst mal nachgucken. Also gut. Trombox Essenreste. Im unterirdischen Labor gefunden. Die Ursache für Trombox Ausraste. Im unterirdischen Labor gefunden, vom Täter verfasst. Wurden offenbar noch vor der Neuerrichtung des Forschungsinstituts verfasst. Im unterirdischen Labor gefunden. Enthält etwas, das wie Medizin aussieht. Könnte es wirklich Nina sein? Glaube ich ja irgendwie nicht. Wallace? Nicht so unglücklich, betreibt Zellforschung. Ja, das würde passen. Erforscht Motoren. Ja, entwickelt mit Potrot trinkbare Medizin. Wir assistieren bei ihrem Experiment. Angestrebte Medizin erfolgreich hergestellt. Hat ein Faible für Gespenstergeschichten. Es wäre allerdings eine gute Tarnung gewesen. Hätte sie Gengar dazu angestiftet, das hier zu machen. Wir müssen aber trotzdem noch irgendwie weitere Informationen einholen. Was müssen wir denn jetzt tun? Warte mal. Finde heraus, wer der wahre Schuldige ist. Uns fehlt noch ein letzter Beweis. Now it's time for us great detectives to show them what we've got. Uns fehlt noch ein letzter Beweis, um den Täter zu entlarven. Aber was für ein Beweis denn? Vielleicht die Aufnahme der Überwachungskamera? An jenem Tage, wo wir... das könnte angehen. Wir könnten jetzt theoretisch die Überwachungsaufnahmen des Tages verlangen, wo wir hier angefangen haben. Zu dem Zeitpunkt, wo der letzte Eintrag verfasst wurde, müsste dann einige Zeit später jener Typ, oder besser gesagt jener Forscher, der im unterirdischen Labor geforscht hatte und den letzten Eintrag verfasst hatte, hinaufgekommen sein mit einer mysteriösen Maschine. Okay, ich könnte jetzt vielleicht eine Vermutung haben, auch wenn das jetzt nicht so weiter glaubt. Dürfte ich mir bitte die Überwachungsvideos ansehen? Ja, natürlich. Du denkst mit, Tim. Du willst sicher die Aufnahmen von gestern überprüfen, oder? Genau, okay, dann schauen wir mal. Da kommen schon die ersten Mitarbeiter. Dorothy ist die erste im Institut. Danach kommen Nina und Fridge. Okay, gehen wir zum nächsten Video über. Das sieht nach Wallace aus. Ja, eindeutig. Hey, er geht ins Archiv. Ich wusste es doch. Wer so aussieht, der muss ein Schurke sein. Und kommt gleich wieder raus. Wahrscheinlich hat er gerade die Legende für den Zugangscode versteckt. Ja, bestimmt. Danach geht er direkt in den Konferenzraum, um das Rätsel auszuhängen. Da ist er wieder. Jetzt geht er in den Garten. Das muss der Augenblick sein, als er die Tür abgesperrt hat. Deswegen bin ich noch immer ein bisschen sauer auf ihn. Jetzt ist auch Carlos aufgetaucht. Er geht ins Archiv. Dann kommen Dorothy und Fridge. Sie sind auf dem Weg zum Empfang. Ach, da sind wir. Dann sind nur noch wir auf den Videos zu sehen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Tür zum Garten aufgeschlossen haben. Hab ich's mir doch gedacht, Tim. Kannst du die letzte Aufnahme ausdrucken? Ich wusste, dass du danach fragen würdest. Schon geschehen, hier. Standbild der Überwachungskamera. Verdammt nochmal. Perfekt, das ist unser letztes Beweisstück. Damit können wir den Täter überführen. Ja,
Lass uns alle zusammentrommeln. Zeit, unser detektivisches Können zur Schau zu stellen. Ja, aber es wundert mich ja so ein bisschen. Wenn er es wirklich ist, dann müsste ich wirklich gerne mal wissen, listen, I'm glad you all came. Was seine Motive sind. Why did you gather us here like this? I'm pretty busy right now, you know? Oh, come off it. You were in the middle of a nap. Everyone, quiet, please. Thank you. I believe I've solved the Trevenant Rampage case. Please. We already know the problem was caused by Gengar. Wrong. That whole thing was planned by someone else. And the culprit is? You tell him, Tim. Tja, es ist weder Dorothy, es ist weder Fritsch, es ist weder Nina, es ist jemand anderes. Ja. Leider. Laut der Überwachungskamera kann es beim besten Willen nicht mehr Wallace gewesen sein. Rita war es sowieso nicht. Und da es sich, auch um eine Maschine handelt, die er, fertig analysiert hat und hochgebracht hat. Es kann dann theoretisch eigentlich bloß Carlos sein. Es muss einfach so sein. Auch wenn er sagt, tja, das ein bisschen blöd finde. Yeah. Oh Gott, das ist wirklich richtig. Carlos, it's you. What? Ich frage mich dann, ob überhaupt sein Name überhaupt Carlos ist. Vielleicht ist er auch einfach. Nice try. Blame me. Vielleicht heißt er dann auch einfach Carlo. I'm the proof, Tim. Go on. Ja. Trombox Essensreste. That's right. Oh, Glück gehabt. Carlos, take a look at this. Yes, so? I have no idea what that is. It's leftovers from Trevenant's meal. Hold on a sec. Gengar took off with those. That is true. And they were hidden in the secret underground lab. Wait, underground? Aha, Untergrund. Existiert seit 10 Jahren. Sick. This reminds me of a spy movie. A secret laboratory? I had no idea. Okay. Tell us what you learned from the leftovers, Tim. Well, they were spiked with a substance that causes Pokemon to go berserk. I found evidence. This was down in the basement. War das von ihnen orange? Go berserk? That's why Trevenant became enraged? Hold on. Even if this substance is the cause, you have no proof that I'm the one who created it. Don't be so sure. Go on. You've got this. Now show them what we've got. Ja, jetzt kommt das Überwachungsfoto, nicht wahr? Ach nein, das neue Forschungstagebuch. That's right. Take a look at this. According to this research log, there was an experiment being performed on June 19th at 12:05. Big deal. So what's your point? I'm getting to that. At the time, Dorothy was out of the facility. Wallace was in Building B. Both Fridge and Nina were busy working in their lab. The only person unaccounted for happens to be you. Das ergibt Sinn. Hold on a minute there. Let me think. Oh, I remember. I went out for my afternoon walk. That explains exactly where I was. Man, he really doesn't know when to give up. Tim, let's finish this. Genau. Tell him what we know. Jetzt kommt das Standbild der Überwachungskamera. That's right. Let's see how he squirms out of this one. Nicht so gut. Are you sure about that? Surveillance shows you enter the library and never leave. So how could your walk take place in the library? I'll answer that one. It can't. Jetzt haben wir ihn. Therefore, the one who was in the secret lab. It was you. Well, I suppose there's nothing more I can say. Außer, but Carlos, ja, warum? Why would you do that? Because this kid got in my way. He's Harry Goodman's son. Harry Goodman's son? Tim Goodman is my real name. Sorry I lied to you. My dad was in an accident 2 months ago, and it happened right around here. I followed the clues to this place. Carlos knows.
don't you? Und heißen du auch Carlos? Das ist die wichtigste Frage. All right. He knew too much. I had someone tamper with his car as a warning. But I swear, I never expected him to go missing in an accident. You're the one who's responsible. Where's my dad? Tell me! Come on, say something! It's because of you my dad Calm down, Tim! I know you want answers, but... But what? He won't be able to escape anyway. We should leave the rest to the police. Aber das war jetzt eben sowieso schwachsinnig. Wer einen Wagen manipuliert, der nimmt ja einen Unfall in Kauf. Der wahre Schuldige ist Carlos. Wenn sein Name überhaupt Carlos ist. Der könnte auch ebenso Carlo heißen. Tja, der Fall ist gelöst, aber wir sind, sagt Tims Vater. We'll take this man into custody. Kein Stück näher gekommen. Thank you very much. Carlos, I expected more. Naja, das einzig wahre ist wohl sein Name. So, you're the Tim I've been hearing so much about. Baker mentioned you more than a few times. Sorry I investigated this on my own. No need to apologize. If we had made more progress on our own, it would have been easier for you to sit by. Das stimmt, vollkommen. I'm just happy you're safe. Thanks. Anyway, do you think you could let me know what you find out? From Carlos's interrogation? Yeah, I give you my word. I'll see you. And I'll see you too, Pikachu. Yeah. Als erstes... You know what I think? Baker already knows too, about our investigation. That's all right. Ja. It's best to be honest about it all. Aber als erstes sollte die Polizei mal nach dem Sponsor von Carlos fragen. Pikachu und ich machten uns auf den Weg zum Detektivbüro Baker. Aber ja, die sollten erstmal Carlos nach seinem mysteriösen Spender, Sponsor, ausfragen. Appears it wasn't a part-time job after all. You went there to investigate. Haben wir auch gut gemacht. Even after I told you to stay out of trouble, you chose not to listen to me. I'm sorry. There was just something I needed to find out. I know exactly how you feel. Believe me. But no good can come of it if you're harmed. I'm just glad nothing happened to you. I understand. So, from now on, I'd like you to let me know before you go rushing off to investigate something. What? No point in telling you to stop. That sure doesn't seem to work. Gut erkannt, Mr. Baker. You do have some talent. I'd rather know what you're up to instead of having you run around in secret. Not to mention, I can help you. Wow, thank you, sir. Don't mention it. Gut. Ende gut, alles gut. Congrats, Tim. Congratulations to you. Thanks. I heard from the inspector that you really saved the day at PCL. Nicht schon wieder. Too dangerous. It wasn't. So, you really do take after Harry. The boss said so too. Pikachu, are you eating the sweets again? Ja. Oh well, I suppose it's okay this time. Oh, good. Well, in that case. Hold on, that's way too many. How many times do I have to tell you? Those sweets are meant for the clients. Ja, ja, einmal durchgehen lassen. Oh, wir beschlossen zu Hause darüber nachzudenken, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen der letzten Zeit gibt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gibt es einen Zusammenhang? Ja, es muss irgendeinen Zusammenhang geben. Aber. Wie kann das ehrlich gesagt mit der Lichtelhöhle im Zusammenhang stehen? Carlos wird wohl kaum auf die Idee kommen. Ey, ich schütte jetzt irgendeine Substanz mal in der Höhle aus und mal sehen, was passiert. Ne, das glaube ich irgendwie nicht. Oh, das war ein langer Tag. Was hältst du von dem heutigen Fall? Wir haben endlich Hinweise auf Dad gefunden, die aber neue Fragen aufwerfen. Laut dem Forschungstagebuch hat Carlos den Wirkstoff R an jemanden verkauft. Stimmt, wir wissen jetzt, dass Carlos für Harrys Unfall verantwortlich ist. Aber dafür haben wir eine ganze Reihe anderer Fragen ohne Antworten. Irgendetwas sagt mir, dieser Fall könnte noch ziemlich gefährlich werden. Aber zusammen werden wir ihn sicher lösen. Ich bin froh, dich als Partner zu haben. Und ich bin auch froh, dich als Partner zu haben, Gibbs.
Wie meinst du das? Jetzt schau mal nicht so überrascht rein. Klar, ohne meinen detektivischen Spürsinn wären wir natürlich aufgeschmissen. Aber du hast mir oft aus der Patsche geholfen. Du weißt schon, das eine Mal da ja, wo ich, naja, schnell aus Kramoks Nest raus musste. Dann das andere Mal ja, wo Gengar mich mit seinem Konfusstrahl angegriffen hatte. Dann kann ich mich jetzt ja nicht so genau erinnern. Aber das eine Mal war auch irgendwas noch. Du weißt schon, viele Male hast du mir geholfen. Als ich aus Kramok... Ah, er fängt das auch so an. Mit Kramoks Nest gefallen bin und als Gengar es auf mich abgesehen hatte. Danke. Übrigens, Tim, ab wann hast du eigentlich vermutet, dass Carlos der Täter war? Während Ninas Experiment? Verstehe. Moment mal, zu dem Zeitpunkt hast du doch noch auf Wallace getippt. Ach, was soll's, spielt er jetzt keine Rolle mehr. Wie dem auch sei. Ehrlich gesagt gefällt es mir nicht besonders, hier einfach nur tatenlos rumzusitzen. Das geht mir auch so. Machen wir uns auf den Weg? Auf den Weg wohin? Naja, am Verhör von Carlos können wir leider nicht teilnehmen. Aber er spricht doch nichts gegen einen kleinen Ausflug mit dem Auto. Toll. Ich habe jetzt das total Falsche getippt. Ort von Harrys Unfall. Ich hätte vielleicht doch mit einem unterirdischen Labor tippen sollen. I wonder how the interrogation is going. Yeah, don't worry. I'm sure Holiday is doing. Toll, habt ihr zu meinem Fehler gemacht. I wish I could find Dad. Give Mom some peace of mind. I know. Once they're done with the interrogation, I'm sure we'll have some more news. I can't wait. Yeah, and we've still got some work to do. You know, we make a pretty good team. It's funny, isn't it? I wonder if my dad is out there somewhere in this city. Yeah, me too. Ach, ich denke, er ist näher, als du glaubst. Ja, und ich hätte wirklich vielleicht mal lieber mit einem unterirdischen Labor anklicken sollen. Where could you possibly have disappeared to? Ja, so ein Mist. Ich hätte doch das Ganze mit einem unterirdischen Labor anklicken sollen. Aber hey, was soll's? Fehler können passieren. Ah, der Mond und... Das ist jetzt wirklich... Das ist nicht wirklich wahr. Mewtwo? Ist der... Hakt das hier das Spiel jetzt hier? Nein, doch nicht. Aber mal im Ernst. Mewtwo. Also, ich bin mir jetzt sicher, das Pokémon, was vor 10 Jahren im alten PCL-Gebäude gewütet hat, ist Mewtwo. Ja. Und welcher Forscher auch immer vor 10 Jahren dort geforscht hat, der hat sicherlich von irgendeiner Person die Zellen von Mewtwo gekriegt. Das ist jetzt mehr als offensichtlich. Ah, und ich muss wirklich nochmal sagen, es tut mir ehrlich gesagt leid, dass ich aus Versehen... Naja, es war ja nicht aus Versehen, dass ich aber mit Ninas Experiment angeklickt habe. Aber mein kurzer, flüchtiger Gedankengang dabei war, dass... Naja, war ehrlich gesagt so, als Carlos zu Nina und uns hinzugekommen ist und er sagt gesehen hat, wie wir er sagt die Medizin zusammengebraut haben für Nina, aus der roten Tamotbeere, dann aus der gelben was weiß ich Beere und dann noch mit der Nährlösung. Da hat sich Carlos sicherlich gedacht, oh, dieser Junge, der kennt sich ja sehr gut mit Flüssigkeiten oder mit dem Zusammenmixen von irgendwelchen Substanzen aus. Ah, der könnte mir auf die Schliche kommen. Ah, da muss ich jetzt irgendwas tun. Ja, da muss ich irgendwas tun. Aber ja, im Nachhinein gedacht, wäre allerdings sicherlich der letzte Punkt auf der Liste richtig gewesen mit dem unterirdischen Labor. Schreibt mir am besten mal in den Kommentaren, ob ich hier lieber... Ja, das mit einem unterirdischen Labor anklicken hätte sollen. Sicherlich das unterirdische Labor. Ja, hätte vielleicht eher mein Bauchgefühl hören sollen.
Beim nächsten Mal höre ich lieber auf mein Bauchgefühl. Aber ja, jetzt sind wir erstmal mit den drei ursprünglichen Kapiteln durch. Die es beim ursprünglichen Meisterdetektiv Pikachu-Spiel in Japan gab. Und ab jetzt kommen dann die neuen Kapitel. Ab dem nächsten Part. Und somit sage ich dann mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann auf unser Bauchgefühl auch mal hören werden. Und somit sage ich, ciao.